Fall nach Julian Nagelsmann. Ah! Mann! Welcome back, welcome back, welcome back to Sturmberg und FIFA 23 Champions League Time. Real Madrid gegen Chelsea. Im Real Life würde ich glatt behaupten, mindestens 3:1 für Real Madrid. Was die FIFA 23 Prognose auch sagt, das sehen wir jetzt. Und damit herzlich willkommen zur ersten Halbzeit. Wir spielen von links nach rechts in den weißen Trikot. Ja, mal wieder das weiße Ballett am Start. El Galactico, die galaktischen Dürfen von links nach rechts. Und Chelsea spielt in den blauen Trikots von rechts nach links. Es war ein Versuch wert, würde ich gestehen. Real Madrid spielt in der La Liga jetzt nicht so eine Bombensaison, aber in der Champions League rocken sie wieder, was das Zeug hält. Auch da hätte man sie vielleicht das ein oder andere Mal schon draußen gesehen, aber sie halten sich immer noch. Und das ist natürlich mega gut. Chelsea hingegen, die können sich wahrscheinlich freuen, dass sie noch vertreten sind. Bis sie halt gegen Madrid wahrscheinlich auf den Popo bekommen. Denn in der Liga stehen sie natürlich noch schlechter da als Real Madrid. Also Madrid ist ja wenigstens Zweiter. Und Chelsea, muss man gestehen, ist halt nur im Mittelfeld. Irgendwo auf Platz 10 vorzufinden. Und dementsprechend haben sie sich natürlich jetzt auch vor kurzem, wie der FC Bayern München, vom Trainer getrennt. Wo passt du denn hin? Ich hab nach oben gedrückt, du Flachpiepe, ey. Mann! Das kannst du dir nicht ausdenken, wirklich nicht. Mann, 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 Junge. Bam, Kaching, 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 1:0 durch Luka Modric. Oh, herrlich, pupierlich. Mann, 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 Mann. Hey. Dass er in seinem Alter noch so einen Sturmlauf machen kann. Ja, Respekt, Hut ab. Schön ins lange Eck. Ja, wir sind bei Chelsea stehen geblieben. Chelsea hat vor kurzem Harry Potter entlassen. Natürlich nicht. Ich weiß gerade nicht, wie er mit Vornamen heißt, aber der Trainer hieß ja Potter. Und man muss gestehen, dass anscheinend auch die Spieler ganz, ganz oft wohl irgendwie Harry Potter oder Hogwarts oder ähnliches hinter dem Rücken des Trainers zum Trainer gesagt haben. Also, das mag jetzt ein bisschen komisch klingen, aber sie werden anscheinend laut den Medienberichten hinter seinem Rücken ihn belächelt haben, ihn über ihn lustig gemacht haben. Alles möglich, Junge, musst du doch gleich abdrücken. Das war natürlich nicht so geil. Und was man auch gelesen hat, er hat wohl von Anfang an die Kabine nicht für sich gewonnen. Also, wie sagt man, er hat nichts ausgestrahlt. Keine Autorität wie ein Tuchel. Also er war quasi ein Hauch von nichts. Scheint wohl auch ein Ja-Sager gewesen zu sein, weil er anscheinend bei den ganzen Transfers nicht wirklich dagegen war, beziehungsweise überhaupt was dazu gesagt hat. Also ja, der zweiteuerste Trainer der Geschichte im Fußball nach Julian Nagelsmann. Nach einer Woche, nachdem Nagelsmann entlassen worden ist, halt auch entlassen. Und nun steht es ja frei, wen Chelsea wählt. Laut Medienberichten könnte das Julian Nagelsmann sein. Das wäre für den FC Bayern sicherlich der größte Albtraum, wenn dann Julian Nagelsmann zu Chelsea wechseln würde und am Ende noch die Champions League mit Chelsea gewinnt. Das wär wirklich lustig. Das wäre der größte Albtraum, oder? Also, würde ich jetzt einfach mal so stark behaupten. So, okay, wir versuchen es mit Kroos. Ich bin gespannt, ob das was wäre. Nee, so vielleicht auch nicht. So, und jetzt hoffen wir mal, dass der irgendwie aufs Tor geht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht geht er auch direkt auf den Keeper. Oh, der war gar nicht so schlecht, aber gehalten. Und damit herzlich willkommen zurück zur zweiten Halbzeit. Es steht 1:1. Sterling hat den Treffer für Chelsea erzielt, nachdem Modric für Real Madrid das 1:0 besorgt hat. Ja, was soll ich dazu sagen? Mein Abwehrverhalten war in dem Moment richtig dreckig, also richtiger Müll. Das heißt jetzt nicht, dreckiger Zweikampf war gut, sondern dreckig heißt hier gerade etwa für die Katz. Etwa einfach
Wieso bekomme ich denn nicht den Spieler, den ich haben will, FIFA? Wieso nicht, Alter? Mann! Ist ja genau wie so einer Kiste, kriegst du dann am Ende auch ein Gegentor, ey, wirklich. Weil FIFA sich denkt, ja, den Spieler brauchst du nicht, du musst den anderen Spieler nehmen, der ist nämlich besser in der Position und so. Boah, ey. Und dann hier das nicht mitgelaufen. Kannst du dir alles nicht ausdenken? Bam! Katsching, katsching, katsching! Benzema! Mit dem 2:1! Oh, herrlich, pupierlich! Mann, 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 Mann! Dass der Pass auch durchging und dann schön ins lange Eck. Auch richtig Glück gehabt, dass Benzi da nicht nur angegriffen worden ist vom Chelsea-Gegenspieler. Ah, jo, 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 genau so. So, jetzt hier bitte nicht nochmal abfrühstücken lassen von den Chelsea-Spielern. Na, da geht's ja schon gut los. Ja, ist okay. Solange jetzt kein Tor kommt nach dem Eckball, ist alles schick. Ah, ja. So, da steht niemand. Doch, da steht sogar jemand. Ich bin ja begeistert, dass da jemand stand. Da kriegt er mich wirklich noch. Diese Flachpfeife. Und dann gibt es keine Karte oder was? Mann, ey. Oh, steck doch den Pass durch, Groß, Junge. Du hast doch so ein feines Füßchen für so eine Pässe. Oh, ja, das könnte. Mann, lauf! Junge! Bist du denn für ein langsamer Spieler, ey? Also wirklich. Ja, hier läuft keiner mit, nicht einer. Hätte ja klappen können. War eigentlich jetzt nicht so angedacht, dass er das Ding mit der Hacke spielt, aber er selber. Echt? Sag mal, willst du mich eigentlich verkackeiern? Es kann doch nicht sein, der andere Spieler stand doch da. Was zieht er denn den Kopf weg, anstatt den Ball anzunehmen? Boah, ey, das musst du auch nicht verstehen. Wirklich nicht. FIFA-Logik. Ey, Puls auf 180. Ey, das kannst du dir nicht ausdenken, sowas. Was zum Henker? Wieso läufst du denn nicht, du Flachpfeife? Ey. Richtig dumm. Ey, das kannst... Nee, ich weiß noch nicht mal, was ich dazu sagen soll. Also ganz knusper ist das hier auf jeden Fall nicht. Ja, zieh, Walter. Junge, du sollst ziehen. Sollst du nicht den Ball abknöpfen lassen. Ey. Ist nicht zu fassen. Echt nicht zu fassen. Ja, Mini. Schön, dass du den Zweikampf gewonnen hast. Wupp. Ey, don't get it. Und dann so ein Luschenpass. Aber der kommt wenigstens an. So wie die. Zieh, zieh, zieh. Bam! Katsching, katsching, katsching. Buja. Zum Abpfiff das 3:1 gemacht. Wuhuhu. Das ist ja wie meine Prognose am Anfang fürs Real-Spiel. 3:1 laut, 3:1 auch laut der FIFA 23 Prognose. So sollte das Spiel also ausgehen. Wenn du ein bisschen Spaß gehabt hast, gib dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonnier den Kanal, aktivier die Glocke, damit du auch gar kein Video mehr verpasst. Besonders diese Art von Videos solltest du dir auf jeden Fall nochmal reinziehen. Die sind richtig nice geworden. Und dann sehen wir uns im nächsten Video schon wieder. Bis dahin, mach's gut.